Morgen auf mein Schiff 5. Wir haben heute Sonntag, den 23. September 2018. Es ist sofort 6.50 Uhr. Wir sind auf dem Weg nach Fuerteventura zur Hauptstadt Puerto del Rosario. Wir fahren mit einer Geschwindigkeit von 13,1 Knoten, haben eine Windstärke von 3 Beaufort und eine Außentemperatur von 22,6 Grad. Gleich um 7 Uhr kommt der Lotse an Bord und dann sind wir auch schon im Hafen von Puerto del Rosario. Der Lotse ist gerade an Bord gekommen, eingestiegen auf der Backbordseite. Wir passieren gerade die Hafeneinfahrt von Puerto del Rosario. Wir drehen im Hafenbecken, legen mit dem Heck Richtung Stadt an. Dort ist unsere Anlegeposition oder Anlegestelle. Zum Heck hin wird es sehr knapp. Wir trennen uns ein paar Meter von der Hafeneinfahrt bei dieser Drehung. Das Anlegemanöver beginnt jetzt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Antonio ist gerade vom Fischfang zurück. Ich habe doch falsch geguckt. Er fährt erneut hinaus. Vor uns ist der Strand von Puerto del Rosario. Die erste Leine oder die Wurfleine ist angekommen gerade. Wird jetzt am kleinen Jeep befestigt. Setz zurück. Uhr, die erste Leine ist am Poller Nummer 7. Die Wurfleine wird wieder rübergeschmissen, hat gerade das erste Mal nicht geklappt. Jetzt kommt ein neuer Versuch. Wir haben einen Knoten drin. Wenn aber jetzt langsam zählt, dass die zweite Leine. Ja, da hat er sie. Am Heck ist auch die erste Leine befestigt. Die erste Leine am Bug ist auch schon befestigt. Eigentlich können sie heute mit Ruhe anlegen, die Leinen befestigen, wir haben fast keinen Wind. Zwei Leinen auf einmal, meine Güte. Der erste Bus ist schon da. Wir machen einen Ausflug zu der Ziegenfarm.
Wir nicht hier, der Bus macht den Ausflug. Wir erkunden Puerto del Rosario am Sonntag. Und hinten sind zwei kleine Tapas-Bars. In einer haben wir schon mal des Öfteren Tapas gegessen. Die Gangway wird installiert oder herausgefahren. Unser Ausstieg. Dort hinten ist der Flughafen von Fuerteventura, von Puerto del Rosario. Ein kleiner Blick über die City. So langsam erwacht die Stadt. Das Rote ist das große Einkaufszentrum. Ja. Das ist unser Ausblick von der Kabine. Punkt 8 Uhr. Das Schiff wird gleich freigegeben zum Ausgang. 1.50 Uhr, wir sind im Ankermannsplatz zum Frühstück. Wir sind wieder vom Frühstück zurück. Dort hinten ist das Stadion von Puerto del Rosario. Wir warten auf die Fahrräder und der Rest läuft zur City. Busse sind also schon unterwegs und der Rest erkundet Puerto del Rosario. Auch am Strand wird es langsam voll, und voll ist gut, fängt das Leben an. 15.15 Uhr, wir sind wieder an Deck. Da hinten oder hier vorne, da wo die Häuser sind, haben wir gesessen. Kaffee, Bar, Restaurante Le Maria. Mal den kleinen Pool. Es ist noch immer schön heiß. Uhr. Wir verlassen Puerto del Rosario. Die Grillstation ist auch wieder besucht heute. Der Lotse wird jetzt abgeholt. Er ist genau 130 Meter mit uns übergefahren. Der Lotse geht jetzt an Bord. Heute mal von der Steuerbordseite. Der Lotse fährt doch etwas länger mit uns über. Jetzt fährt der Lotse an mein Schiff 5. Oder vielmehr das Lotsenboot fährt an mein Schiff. Und der ist drauf. Ne, hat keinen Rucksack. Also hat er nicht viel mitbekommen.
und wir sehen Flipper. Das 1945, wir sind im Atlantic Classic. Was gibt es heute? Landesfrühstück. Unsere Petersilie. Wir haben beide die gleiche Suppe heute. Das soll ein Kaninchen sein. Oder Teile davon. Das ist aber noch was essen. Ich muss es fotografieren. Ja, das ist mal. Unser Abschiedsdessert für heute Abend. Oder Abschlussdessert. Hat der Messerli in die Wassermelone hineingesetzt. Nochmal mit 3D. Und ein ganz durch unsere Restaurants. Es gibt bessere Sängerinnen und bessere Kapellen. Hoffentlich hört Andrea Berch nicht zu. Uhr 40, wir haben angelegt mit der Steuerbordseite zum alten Hafen, mit der Backbordseite zur neuen Marina de Lanzarote. 23 Uhr, wir sind an Land. Wir sind in Arrecife. Sind wir bis hier gelaufen, alles hat zu am neuen Hafen Marina di Lanzarote. Doris und Helmut in Lanzarote, in Arrecife am Marina di Lanzarote. Einziges Lokal hat noch der Chineser noch offen und wir trinken noch einen Wein. Halbes Liter? Ja, mindestens. Und dann geht's wieder zum Schiff. Ein Versuch war es wert. Alles hat ja zu.
denen geht es eigentlich noch allzu gut. Jetzt kommt schon mal ein Schiff, alle kommen von Bord, abends jetzt noch um 11 Uhr oder 23 Uhr, aber nur noch Burger King und ein Chineser hat noch offen. Es sind die einzigen Gäste vom Schiff, die an Land gegangen sind. Der Rest ist die Crew. Ja. 1:30 Uhr, wir sind wieder an Bord der Mein Schiff 5. Wir haben uns einen schönen Abend mit dem Steward von der X-Lounge mit Arnel unterhalten. Es war sehr schön, haben viel erfahren über die Crew, über Mein Schiff, haben den Zusammenhalt der Crew erfahren. Es ist einfach toll, hier beschäftigt zu sein. Und heute geht's dann nach Porto del Campo. Buenas noches, gute Nacht. Thank you.